Moin Leute, heute teste ich eine Menge Geräte und zwar von EcoFlow, den Delta 2, den Zusatzakku und das klappbare Panel von denen. Der Delta 2 hat LFP-Akkus, der Delta 1 hatte das noch nicht und ich selber bevorzuge das sehr stark, da LFP-Akkus halt Sicherheitsvorteile bieten, die sind umweltfreundlicher und die halten länger. Das liegt daran, dass die Zyklenfestigkeit erheblich höher ist als bei vergleichbaren NMC- oder NCA-Akkus. Bei dem Punkt werde ich halt auch total oft gefragt, so Andreas, brauche ich überhaupt so eine Riesenzyklenfestigkeit? Und da muss man sich halt klar machen, die Akkus verlieren im Laufe der Zeit ja immer mehr an Kapazität und bei einer hohen Zyklenfestigkeit tun sie das halt langsamer. Also es ist jetzt nicht nur so, dass der Akku einfach später kaputt geht, sondern auch diese Degradation ist langsamer und das ist natürlich auch ein Vorteil, zumindest in meinen Augen. Zudem sind LFP sicherer und tatsächlich auch besser, was Rohstoffe angeht, da hier zum Beispiel kein Kobalt enthalten ist. Nachteilig bei den Dingern ist, dass sie halt tiefe Temperaturen nicht mehr so gut abkönnen, also da können die nicht bei voller Leistung geladen werden. Das regelt die Powerstation aber für euch und die haben nicht so eine hohe Energiedichte, das heißt auf einem bestimmten Raum kriege ich nicht so viel Energie da rein, wie jetzt zum Beispiel bei dem NMC-Akku. Okay, aber genug gelabert, fangen wir an zu messen und zu schrauben, denn nur so können wir die Qualität einer solchen Powerstation wirklich objektiv bewerten. Ja, ich habe das Teil vollgeladen, ja, dann beim Entladen gemessen, wie viel Energie ich wieder rausbekomme. Und von den 1024 Wattstunden, die das Ding haben soll, habe ich 950 wieder rausbekommen, was ungefähr 92% Wirkungsgrad entspricht und das bei 750 Watt Last, also fast Nominallast. Ja, so genau 1 Kilowatt hatte ich leider nichts da, was da gepasst hätte. Und das ist eigentlich komplett in Ordnung in meinen Augen. Ein anderer Zuschauer, der mir geschrieben hat, hat den gesamten Zyklus gemessen, also auch die Ladeverluste und kam da auf so grob 80%. Ja. Hier ist der Link zu seinem Beitrag. Für eine Powerstation klingt das relativ plausibel und wie gesagt, mit gewissen Verlusten muss man einfach rechnen, denn die Dinger verbrauchen ja selbst was, also zum Beispiel für die ganzen Bluetooth- und WLAN-Funktionen und so weiter. Aber natürlich haben auch die Komponenten da drin wie der Wechselrichter gewisse Verluste. Das ist halt einfach so. Leider sind die Wirkungsgrade von verschiedenen Powerstations leider sehr, sehr unterschiedlich und teilweise auch echt bescheiden. Wir haben mehrere Zuschauer geschrieben, dass deren Powerstations teilweise nicht mal 50% an Wirkungsgrad erreicht haben, das ist natürlich echt scheiße, ne? Also da braucht man nicht drüber reden. Okay, schrauben wir die Mühle auf und gucken mal einfach rein, was da abgeht, ja? Was mich jetzt hier interessiert, sind natürlich hauptsächlich die Akkus, die möchte ich sehen, denn das ist irgendwie das Herzstück des Ganzen, das ist das Wichtigste. Aber auch die Verkabelung und die elektrischen Bauteile, wie die Kondensatoren, ja. Hier wird super gerne Billigzeug verwendet und das ist auch oft gerne eine Quelle für diese hohen Verluste. Also nicht nur, aber auch das kann sehr viel ausmachen. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, jetzt habe ich das Teil abgenommen und wir sehen, das sieht erstmal alles sehr, sehr gut aus. Das ist halt mega robust verarbeitet, das finde ich halt wirklich vorbildlich. Kondensatoren sind relativ gut, das ist kein Schrott. Das Einzige, was mich echt nervt, das sind diese schrecklichen Lüfter. Denn die Teile hätte man besser eine Nummer größer genommen, damit die ein bisschen leiser sind. Die sind echt laut in meinen Augen, das muss ich schon echt sagen. Okay, schauen wir jetzt erstmal unter die Platine, weil das interessiert mich auch sehr. Wie sind die Akkus eigentlich an die Platine und ans ganze System angebunden? Also, wenn wir jetzt mal reingucken, wir sehen, das ist echt geil gemacht, ja. Diese massiven Konnektoren, das ist nicht nur ein Kabel, sondern es ist richtig fettes Vollmetall. Das ist alles dickes Kupfer, das ist absolut geil. Jetzt hier könnt ihr das BMS sehen, auch hier wieder. Zwei massive Kupferleiter, also auch hier alles ordentlich überdimensioniert. Das ist schon echt große Klasse in meinen Augen. Ich persönlich würde es nicht anders machen, von daher finde ich das wirklich vorbildlich. Von der Verarbeitung, den Leitungsquerschnitten und allem ist es echt richtig gut und da muss ich sagen, es ist ähnlich gut wie der Delta Pro, also da bin ich wirklich positiv überrascht. Da habe ich schon viel, viel Schlimmeres gesehen. Schauen wir jetzt mal ein bisschen tiefer rein. Jetzt sehen wir hier unten sind die Akkus und das sind jetzt 16 Stück in Serie, also ein 48-Volt-System auf LFP-Basis, wie ich eben schon gesagt habe. Wenn wir das jetzt alles ausrechnen, kommen wir auf 20 Ampere-Stunden pro Zelle und jetzt die Riesenfrage, welche Marke, denn wir sehen keinerlei Beschriftung da drauf und das ist dann nicht ganz einfach. Einfach das rauszufinden, mal sehen, was ich finden konnte. Jo, bei den Akkus habe ich diese drei Kandidaten gefunden, die in Frage kommen, denn ihr seht, das sind solche Rundzellen, da gibt es tatsächlich gar nicht mal so viel. Typischer sind diese rechteckigen Blöcke, die ich halt irgendwie normalerweise vorfinde. Das sind jetzt zwei, sage ich mal, etwas günstigere Modelle auf Alibaba irgendwie, die könnten es sein, die würden von den Werten ganz gut passen, aber auch alles vollkommen in Ordnung in meinen Augen. Und
Das dritte, das wage ich kaum auszusprechen, das wäre halt mega geil, das wäre dann eine Headway 40-172L Lithium-Eisenphosphat-Batterie und das wäre mega geil, denn Headway macht richtig gute Zellen, die sind absolut geil, die haben unfassbar hohe Entladeströme, zum Beispiel bei einer 20-Ampere-Stunden-Batterie kann ich bis zu 200 Ampere, also kurzfristig, da rausholen, das ist schon echt der Hammer, also wirklich richtig krass. Die sind auch robuster, was Temperaturen anbetrifft, ich befürchte aber, dass die es leider nicht sind, denn hier steht zum Beispiel, dass die 3000 Zyklen aushält, die Powerstation. Bei den Headways sind es halt nur 2000 Zyklen. Ja, was eher dagegen spricht, in dem Fall würde ich aber tatsächlich auf falsche Angaben hoffen, weil das wäre echt der Hammer. Vermutlich aber eher nicht, wie gesagt, ne? Ich habe auch angefragt bei EcoFlow, aber auf der Schnelle wusste der Mitarbeiter das leider nicht und er meinte, wahrscheinlich werden diese Info auch nicht rausgeben. Deswegen müssen wir hier so ein bisschen raten. Aber wie gesagt, ich hoffe, eins von den dreien wird es dann wohl sein. Ich habe jetzt leider nur begrenzte Möglichkeiten, das zu messen, weil ich habe ein einfaches Oszilloskop, also ein kleines Handding. Und deswegen lassen sich im Prinzip nur größere Fehler und große Verzerrungen sehen. Kleine Abweichungen im Sinus kann ich mit dem Equipment einfach nicht darstellen. Es tut mir natürlich leid, aber wir machen es trotzdem, um zu sehen, ob das wenigstens ordentlich läuft. Okay, ab geht's. Checken wir erstmal, was der Sinus bei 750 Watt Leistung macht. Das sieht alles sehr sauber aus in meinen Augen. Gehen wir direkt mal hoch auf 1 Kilowatt. Da sehen wir, da passiert praktisch gar nichts, ist immer noch alles super entspannt. Und jetzt schalten wir mal wirklich hoch auf 2 Kilowatt, also das ist dann schon fast die Maximalleistung der Powerstation. Noch hier sehe ich fast keinen Unterschied, das ist alles zumindest im Groben sehr sauber. Und wie gesagt, feine Abweichung kann ich mit dem günstigen Oszilloskop einfach nicht aufnehmen, aber der Sinus ist zumindest im Groben noch ein Sinus und größere Störungen sind also nicht zu erwarten, auch bei starker Last nicht und das ist gut. Scheißding. Ja, das geile faltbare Solarpanel von EcoFlow. Alter, 600 Euro für 200 Watt, ja? Nee, einfach nein, ja? Auf keinen Fall. Also komplett irre. Nee, tut mir leid. Zum Vergleich, ein 370 Watt Glas-Glas-Bifazialmodul von einer deutschen Firma ASW. Es hat mich 170 Euro gekostet. Ja, ist zwar nicht faltbar, klar. Aber ey, nee, trotzdem nicht, ne? Also das ist einfach zu gestört. Und das Scheißding hier ist nach einem Tag gebrochen. Hier, ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann, aber hier ist ein fetter Riss drin und ich habe nicht mal irgendeinen Plan, wo der herkam. Das Ding stand einfach nur da rum, zack, Riss drin. Ne. Ein bisschen hasse ich es auch, weil dieses Ding echt ätzend ist. Also vom Handling, das ich, keine Ahnung. Scheiß drauf. Und ihr könnt natürlich jedes andere Solarmodul an das Ding anschließen und wenn das den richtigen Spannungs- und Strombereich hat, falls ihr euch hier unsicher seid, fragt einfach bei uns im Forum unten nach. Aber verdammte Scheiße, gebt nicht 600 Euro für 200 Watt aus, das ist ja komplett krank, also da brauchen wir nicht drüber reden, ja, das ist einfach Schwachsinn. Ja, den Zusatzakku, boah, da kann man echt nicht viel zu sagen, das Ding ist eigentlich ganz cool, das funzt im Kern, also schließ es an, läuft, hast du mehr Power, also mehr Energie, nicht mehr Power tatsächlich, das war jetzt glaube ich nicht der Fall, also es passt irgendwie alles, das Kabel ist ganz cool. Was ich positiv finde, ist hier auch dieser Zusatzschacht, ne, für den Anschluss, das fand ich eine nette Idee, man kann die Dinger auch übereinander stellen, das fand ich auch nicht so ganz verkehrt, also alles okay, funzt wunderbar, da kann man jetzt nicht wirklich viel zu sagen. Okay, Lautstärke. Beim Laden mit großer Leistung finde ich das Ding und auch meine Frau, das ist echt verdammt laut. Das muss ich zugeben, das stört beim Sprechen. In einem Raum würde ich, also könnten wir uns eigentlich nicht mehr wirklich unterhalten. Schraubt man die Leistung dann runter, das geht, dann geht's. Also dann wird es auch leiser, das funktioniert auch. Aber das muss ich zugeben, ist in meinen Augen jetzt nicht so mega geil. Aber ja, ist halt so, muss man halt mit leben. Da hätten sie, glaube ich, einfach ein bisschen größere Lüfter nehmen können oder sonst irgendwie was sich ein bisschen Schlaueres überlegen können. Ein Kanal rein oder irgendwas, ich weiß es nicht. Ist leider nicht ganz optimal. Ich wurde noch gebeten, nach dem Relais-Klicken beim PV-Laden zu schauen. Das passiert nämlich beim Delta Pro andauernd. Das nervt auch so ein bisschen. Wir hatten die letzten Tage aber echt kaum Sonne und ich hatte jetzt irgendwie, musste halt drehen. Deswegen konnte ich den Test leider nicht durchführen. Sorry dafür.
Also der Delta 2, den fand ich qualitativ wieder 1A, tatsächlich ähnlich gut wie den Delta Pro. Also wirklich richtig schön von innen, alle Kabel, Kupferleiter, super dimensioniert, alles gut verarbeitet, gute elektronische Bauteile. Für mich ist das so ein bisschen der Apple unter den Powerstations. Da kann man echt nicht meckern. Er ist natürlich scheißteuer, das muss man halt auch dazu sagen. Der Entladewirkungsgrad lag bei mir so bei grob 90%. Ein anderer Zuschauer hatte den Gesamtwirkungsgrad gemessen, also Laden und Entladen, kam auf so, ich glaube, 78% in etwa. Das ist aber okay für so eine Powerstation. Und das ist aber auch was Wichtiges, was ihr wissen solltet. Und zwar habe ich von mehreren Leuten Zuschriften bekommen, dass viele Powerstations, auch von namhaften Herstellern, ja, Wirkungsgrade von unter 50% aufweisen teilweise. Ich werde jetzt gucken, ob ich die irgendwie bekommen kann und dann kann ich es euch auch noch mal live zeigen. Das heißt ja, dass ich mit dem Netzstrom zum Beispiel irgendwie, wenn ich es laden möchte damit, da kriege ich nur noch die Hälfte raus, ja. Das ist schon ein bisschen krass und da geht viel für den Eigenverbrauch oder für miese Bauteile drauf, die da drin sind. Ne? Und wie gesagt, Wirkungsgrade von so 70% gelten ja als relativ gut schon tatsächlich für die Teile. Und dafür sind die echt teuer. Also überlegt euch wirklich gut, ob ihr so einen Scheiß wirklich braucht, ja, also ganz im Ernst. Wie immer die Frage, bin ich gekauft? Nein, ich bekomme grundsätzlich immer das Angebot, Affiliate-Links zu nehmen für diesen Delta zum Beispiel. Da würde ich tatsächlich auch jede Menge Kohle mit verdienen. Ich würde auch direkt Geld bekommen mittlerweile. Da wird mir auch sehr viel angeboten. Und ich mache es nie. Also ich möchte einfach nicht, dass man sich in meine Bewertung einmischt. Und deswegen ist das für mich eigentlich ein absolutes No-Go. Und das werde ich auch weiterhin so halten. Und ganz ehrlich, das muss ich auch dazu sagen, es ist tatsächlich nicht mal so easy, das abzulehnen. Denn bei dem Kanal mittlerweile, der es hat schon eine gewisse Größe erreicht, kriege ich teilweise echt schon ordentliche Summen geboten. Das ist teilweise schon ordentlich. Also fällt mir auch nicht immer leicht. Aber wie gesagt, ich will es halt nicht, weil ich die Community hier einfach geil, ich finde die geil, das macht richtig Bock und ihr habt mich auch so stark supportet und ich hoffe, ich konnte euch auch was zurückgeben, dass ihr das einfach nicht mit mir vereinbaren kann. Also ich könnte dann einfach nicht mehr ordentlich schlafen, das wäre einfach scheiße. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und ich sag bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.